Hi zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auch das mit dem letzten Video in diesem Jahr tatsächlich. Und zwar mein Jahr 2023 mit der bipolaren Störung. Ich bin ja daran erkrankt seit 2020 sehr stark. Und werdet mit euch zusammen das Jahr nochmal Revue passieren lassen, was so passiert ist. Euch sagen, also was in jedem Monat zum Beispiel passiert ist, auch was Gutes war oder auch was Schlechtes. Wieso auch meine Stimmung war. Ob ich halt krankgeschrieben war oder nicht. Und am Ende des Videos werde ich nochmal ein kleines Resümee geben für einem Jahr. Ich möchte vorweg nochmal nehmen, ich gehe hier nicht auf mein Gewicht ein, obwohl ich ja schon am Anfang irgendwie dieses Jahr trotzdem schon so viele Transformation-Sachen und so gemacht habe, wo ich mein Gewicht gesagt habe. Ich kann euch nur so viel sagen, dass ich dieses Jahr, also seit Januar, 5 Kilo zugenommen habe im Vergleich zu letzten, zum Januar halt, also ungefähr ein Jahr jetzt. Und letztes Jahr, das auf jeden Fall deutlich mehr war, die ich zugenommen. Das heißt, eigentlich schon mal ein kleiner Erfolg. Das wollte ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe nur 5 Kilo zugenommen. Das ist schon mal besser als über 20 Kilo zuzunehmen oder noch mehr. Also das heißt schon mal ein Erfolg am Anfang des Videos. Und jetzt starten wir mit dem Januar. Im Januar war ich zum Beispiel komplett krank geschrieben. Also den ganzen Monat. Was halt nicht so schön war und mir ging es auch echt nicht gut. Ich hatte sehr viel Schwierigkeiten generell meinen Alltag zu regeln mit dem Aufstehen und so weiter und so fort. Das war echt schwierig und deshalb war ich auch komplett krank geschrieben. Ein Lichtblick im Januar ist das Gregor Hägele Konzert. Ausschnitte davon in meinem letzten Video könnt ihr gerne einschauen. Es war echt toll, der Künstler ist klasse, es hat mega Spaß gemacht und es hat mich gut abgelenkt auf jeden Fall. Was auch noch so ein bisschen Trübsal geblasen hat im Januar, ist, ich konnte leider nicht in die Klinik gehen, wo ich gehen wollte, weil auch mit einer Maskenbefreiung, die ich hätte bekommen können von einem Arzt, hätte ich halt trotzdem nicht da hingehen können. Also ich hätte ja trotzdem überall eine Maske tragen sollen und das kann ich halt nicht gut und deshalb. Das war so ein negativer Aspekt davon. Ich bin grundsätzlich auch sehr kritisch gegen das Masketragen. Klar, bei manchen Sachen ergibt das schon Sinn, wenn man halt zum Beispiel als Arzt mit mehreren hochinfektiösen Patienten zu tun hat, dann ist es halt natürlich sinnvoll, sich dann irgendwie zu schützen. Aber für einen Otto-Normalverbraucher, zum Beispiel im Supermarkt eine Maske zu tragen, finde ich jetzt nicht so sinnvoll, weil das Immunsystem sich dann ja gar nicht mehr ausbilden kann, zum Beispiel, beziehungsweise dass sich halt geschwächt wird. Das ist nur meine Meinung dazu, das wollte ich nur noch mal in dem Bereich sagen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das einfach nur psychisch bedingt und eine kleine Triggerwarnung. Ich hatte halt im Januar sehr krass auch suizidale Gedanken wieder und war mental sehr instabil. Also das war auch eines der schwersten Monate. Es ging halt echt. War echt blöd, ging halt fast gar nichts gefühlt. Ich muss jetzt auch am Ende nochmal darauf ein, wie ich halt trainiert habe, also wie viel ich trainiert habe. Ich hatte im Januar tatsächlich 15 Einheiten mit meiner Apple Watch getrackt und ich habe ungefähr 5106 Kalorien insgesamt im ganzen Januar verbrannt. Also nur durch Bewegung, in Trainingseinheiten nicht. Gesamtbewegung, also wenn man sich so hier bewegt, zum Beispiel habe ich heute, ist jetzt 22 Uhr irgendwas, ich habe jetzt heute 362 Kalorien verbrannt. Diese Kalorien gehen da nicht ein, sondern einfach nur das, was man halt in Kalorien im Trainingsring quasi in der Apple Watch trackt. Genau, und jetzt haben wir im Januar halt abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum Februar. Ab dem 9.2. war ich wieder arbeiten. Ich war auch wieder arbeiten, weil die Krankenkasse Probleme bereitet hat. Ich hätte halt irgendwo in die Klinik gehen müssen. Oder halt irgendwas machen müssen und das ging halt mit den Masken und so alles gar nicht. Und dann habe ich mich halt entschlossen, komm, lass dich gesund schreiben. Ich habe das mit dem Arzt dann abgesprochen, habe denen auch gesagt, also es ging mir auch ein bisschen besser, aber nicht krass besser, aber mir ging es ein bisschen besser. Ich konnte wieder besser aufstehen. Deshalb habe ich mir halt selber gesagt, komm, du schaffst das. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft, wieder zu arbeiten. Ich war nicht dann nächste Zeit auf jeden Fall nicht krankgeschrieben, den ganzen Februar. Ich habe es geschafft. Und sofort auch wieder voll. Das habe ich auch gemacht, weil ich halt auch, keine Ahnung, mit Krankengeld zu leben finde, ist halt ziemlich schwer in meinen Augen. Ich bin halt ein Mensch, der auch gerne mal essen geht oder so. Und das ist halt mit Krankengeld manchmal nicht immer so gut drin. Und deshalb habe ich mich halt auch entschieden, sofort voll zu arbeiten, um halt wieder den alten Lebensstil aufrechtzuerhalten. Und das war auch sehr schön. Und es ist auf jeden Fall sehr motivierend gewesen für mich.
dass ich halt mein Leben halt dann wieder ein bisschen einfacher ist. Ja, als Beispiel so wegen Essen gehen, aber nicht nur wegen Essen gehen, auch wegen anderen Sachen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall dann im Februar komplett mehr unternommen wieder. Meine Symptome wurden Stück für Stück besser. Es gab glaube ich, sogar auch eine Dosisanpassung, aber da bin ich mir jetzt im Februar nicht mehr so sicher. Da habe ich jetzt keine Aufzeichnung drüber. Ja, ich hatte das Einzige, was negativ war, ich hatte Ärger mit ein paar Mitmenschen, aber der wurde ist komplett gelöst worden und so. Das heißt, alles war ist gut gegangen, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen und ja. Aber es ist nichts, wie gesagt, nichts passiert, alles gut. Es war halt nichts Schlimmes, aber trotzdem, es hat mich sehr belastet eine Zeit lang, aber alles gut. Vom Sport her, ich habe es 25 Einheiten geschafft und habe 12.530 Kalorien verbrannt, also schon deutlich mehr. Was ich gemacht habe im Sport, ist meistens halt Schwimmen und auch sowas wie spazieren gehen war ich auch viel. Aber auch auf dem Fitnessstudio habe ich auch erstmal Sport gemacht. Im späteren Verlauf irgendwann noch Freeletics, das seht ihr dann, wenn die Einheiten hochgehen, weil das sind immer so ganz kleine Einheiten teilweise. Ja. Genau. Das heißt, im Februar war auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als im Januar. Im März ging es mir soweit auch ganz gut mental. Ich habe mich wieder ganz relativ ein bisschen gefestigt, sagen wir es mal so. Ich hatte aber trotzdem mit anstrengenden Tagen noch zu kämpfen. Es ist nicht immer einfach gewesen zu arbeiten, aber ich habe es durchgezogen komplett. Ich habe keinen Tag gefehlt und darauf bin ich auch wirklich stolz. Und ich habe viele Aktivitäten geschafft. Da waren es auch 25 Einheiten, aber schon 15.468 Kalorien. Das liegt doch daran, dass ich öfter schwimmen war. Und schwimmen, da halte ich ziemlich lange durch und dann verbrenne ich halt mehr Kalorien deshalb. Ja, März. Das war jetzt der März. Ich hatte auch Geburtstag, war auch schön gefeiert, alles bestens. Ja. Jetzt kommen wir zum April. Ja. Im April ging zum ersten Mal in meiner Laufbahn auf TikTok ein Video über 1 Million Views. Sogar 2 in einem Monat, das war echt krass. Ja, schade, dass das TikTok Beta Creator Programm da noch nicht gab. So hatte ich natürlich echt nicht finanziell gesehen, hatte ich da nicht viel von den Millionen aufrufen. Aber es ist trotzdem schön, dass mein Video mehr Aufrufe hat. War cool. Und ich konnte das auch nochmal wiederholen, dass es annähernd Millionen Aufrufe hatte beim Video jetzt letzten Monat oder vorletzten Monat. Ja, war auf jeden Fall ein Erfolg für mich und das wollte ich auch euch auch mal mitteilen. Wäre schön, wenn irgendwann auf YouTube mein Video irgendwie 100.000 Aufrufe hat, ist auch schon viel, ne? Also, aber mein bestes Video hat über 8.000 Aufrufe, glaube ich. Letztes Mal, als ich das geguckt habe, war es irgendwas mit 8.000. Danke euch dafür. Weiß ich sehr zu schätzen, auch für meine YouTube-Community. Ihr seid super, Dankeschön für euren Support nochmal für dieses Jahr. Ich wollte nochmal Danke sagen, danke euch. Ja, auf jeden Fall im April war ich generell relativ stabil. Ich habe jetzt nichts gefunden in meinen Unterlagen, dass ich irgendwie nicht stabil war. Ja, war auf jeden Fall ganz cool im April. Da habe ich es auch wieder geschafft, 24 Einheiten zu trainieren und 14.432 Kalorien zu verbrennen. Ja. Im Mai war ich im Kurzurlaub teilweise, also nach Holland im Kurzurlaub. Nur ein Wochenende war aber schön, hat Spaß gemacht. Ich war auch immer noch relativ stabil. Ich habe jetzt nicht gefunden, dass es mir sehr schlecht ging. Ich habe extra Chatverläufe und sowas auch dafür natürlich auch mal analysiert für euch. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja, und da habe ich tatsächlich 38 Trainings durchgezogen. Ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich auch schon ein bisschen Freeletics gemacht am Ende des Monats. Deshalb auch so viele. Und 16.167 Kalorien verbrannt. Also Mai war auch noch ganz gut. Ja, dann kommen wir zum Juni. Da habe ich mich auch wieder viel bewegt. War alles bestens soweit. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob da nicht auch schon langsam angefangen hat, dass ich in der Nähe von meiner Periodenblutung immer mal wieder so eine Woche hatte, wo es mir echt sehr schlecht geht mit depressiven Symptomatiken. Ich bin mir nicht sicher, wann es angefangen hat. Wirklich nicht. Ich habe es nicht aufgeschrieben, im Chat verlaufen anscheinend auch nicht. Ich habe es einfach nicht gefunden. Deshalb, ich bin mir nicht 100% sicher, ob da noch alles super war. Aber es kann sein, dass das da auch schon angefangen hat. Wollte ich nur noch jetzt schon mal sagen. Und von der Bewegung her, ich habe in 76 Einheiten wegen Freeletics da 16.611 Kalorien verbrannt. Ja, genau. Das war im Juni. Im Juli hatte ich jetzt wieder mal irgendwie so krasse Gewissensbisse wegen meinem Gewicht und so, wurde da ein bisschen getriggert, keine Ahnung.
mir ging es da auf jeden Fall teilweise schon wieder schlecht, weil, also da habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen gefunden. Schade eigentlich, aber passiert halt, das kommen Rückschläge. Wahrscheinlich war da mein Spiegel von Lithium auch noch nicht so weit oben, dass es halt ja, gereicht hat. Ich war auch auf dem KF-Konzert und im Juli war ich so ein Lichtblick, war echt schön, hat Spaß gemacht. Ein Open Air in Jungjahr kann ich nur empfehlen, die Kulisse ist cool. Und ich habe auch noch einen kurzen Trip nach Riekenbach gemacht, an den Bergen. Ja, Süddeutschland, auch schön. Und von Sport her, ich habe 59 Einheiten geschafft, 111.587 Kalorien verbrannt. Entschuldige. Ja, genau, das war mein Juli. Und jetzt kommen wir zum, ja, zum August. Da war ich im Urlaub. Ja, im Zinnowitz, war schön. Das war aber, ist aber danach passiert. Also, das ist am Ende des Monats war das. Am Anfang des Monats ging es mir teilweise wieder richtig schlecht mental. Ich habe mich sogar vereinzelt ein paar Tagen krank gemeldet. Ich glaube, das waren 2 oder 3 Tage. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, das war auf jeden Fall nicht schön für mich. Und ich hatte meinen letzten Therapietermin tatsächlich auch im August, weil wir haben, es waren halt immer die gleichen Themen, die wir am Ende hatten. Und bei manchen Sachen muss man halt sehen, wie man halt alleine damit klarkommt. Was ja auch nicht schlimm ist, weil Therapie ist uns nicht lebensbegleitend, sondern einfach nur, um mit der Erkrankung erstmal klarzukommen. Und es kann sein, dass ich irgendwann auch Therapie brauche, aber wenn ich wieder krass Therapie brauche, ich persönlich bin besser da drin, mich um mich selber zu kümmern, wenn ich in der Klinik bin. Das heißt, ich würde wieder in die Klinik gehen, wo ich auch letztens, also zuletzt in 2020, Anfang 2021 war. Da würde ich hingehen, aber ansonsten. Ambulante Therapie hat mir jetzt nicht so krass gefallen und ich finde stationäre Therapie besser, muss aber jeder selber wissen. Auf jeden Fall ist immer wichtig, das zu therapieren zu lassen, sonst wäre ich nicht so, käme ich mittlerweile nicht mehr so, nicht so gut damit klar und könnte ein relativ normales Leben führen. Nur noch zu sagen, Therapie an sich ist gut. Nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie, nur weil ich jetzt gerade keine Therapeutin mehr, also ich könnte da doch mal hingehen, wenn ich irgendwas Dringendes hätte oder so. Und man darf da nämlich auch nach der Therapie noch hin, tatsächlich. Um das nochmal zu sagen. Ich weiß nicht genau, ich kann mich auch nicht aus, wie das heißt. Also sage ich da nichts, bevor ich da was Falsches sage, sage ich dazu lieber nichts. Ja, und jetzt kommen wir noch zum Sport, den ich da gemacht habe. Da waren 10 Einheiten nur im August und nur ja, 2667 Kalorien. Oh. 2666 wäre eigentlich eine schönere Zahl gewesen. Ein Spaß. ja, das war der August. Also da, das merkt man schon, mir ging es nicht so gut, deshalb habe ich weniger Sport gemacht. Das ist sehr signifikant, wie krass die Unterschiede sind an den Kalorien. Als ich das aufgeschrieben habe und gesehen habe, dachte mir so ganz klar, dass ich da ab August war alles so ein bisschen bergab und das sieht man auch an den Kalorien und an den Verbrauch. Deshalb habe ich das auch mit reingebraucht, weil je weniger man Kraft hat zur Bewegung und Kraft für seinen Alltag, desto weniger ist das dann halt auch. Ja, und im September hatte ich auch noch Urlaub, da bin ich ins Phantasialand gefahren und da war das Negative, dass ich in manchen Sachen nicht reingepasst habe. Das ging nicht zu. Es ist sehr, sehr frustrierend und es tat auch sehr weh im Herzen. Es war auch kurz davor, nach dem ersten Ding zu gehen und einmal nach Hause zu fahren. Aber ich hab mich doch da gehalten, dachte so, komm, mach weiter. Ein paar Sachen gingen auch, aber es war sehr frustrierend. Ich hoffe, dass das nicht für immer so ist und dass ich das irgendwann wieder im Griff bekomme. Wie gesagt, ich habe nur 5 Kilo zugenommen, besser als 20 Kilo nochmal zugenommen zu haben. Ja, da muss ich auf jeden Fall trotzdem ein bisschen dran arbeiten. Aber das halte ich mir öffentlich, sondern nur für mich. Und ich werde höchstens sagen, dass ich irgendwie so und so viel Kilo abgenommen habe, nicht mehr mein Gewicht. Das habe ich, aber dazu habe ich mich jetzt endgültig erstmal entschlossen. Ja. Was auch noch positiv war, also das Luna-Konzert, falls ich es noch nicht habe hier. Ich habe auch den Luna-Merch an. Luna-Konzert war richtig mega gut. Luna als Mensch ist auch richtig mega lieb und nimmt sich Zeit für einen und einfach nur toll. Ich habe mich da wohl gefühlt. Ich gehe nächstes Jahr auch wieder auf ein Luna-Konzert. Einfach nur top, kann ich nur empfehlen. Ich habe meine 2. Single, also danke Piano-Version rausgebracht. War auch soweit ganz cool, hat Spaß gemacht. Danke nochmal an einen Kumpel, der mitgemacht hat und dahin. Ja, aber mir ging es halt immer noch vereinzelt nicht gut im September. Also das war immer so eine Woche ungefähr, immer, wo es mir nicht gut ging, mindestens, manchmal sogar ein bisschen länger. Ja. Genau, und zur Bewegung im September waren 19 Einheiten, 401, 400,
4891. Tut mir leid, ich kann meine Schrift manchmal selber nicht lesen. Ich habe eine kleine Sauklaue hier, falls ihr das sehen wollt. Guck mal, wie ich da schreibe, das ist schon... Das ist halt eine Sauklaue. Ich stehe dazu, ich habe eine Sauklaue. Ja, das war's davon. Ja, sind wir jetzt beim Oktober schon angelangt. Das Jahr neigt sich also quasi schon fast ein Ende zu. Da war ich teilweise wieder sehr, sehr instabil und sehr durch den Wind im Sinne von, ich war einkaufen, ich hatte voll, keine Ahnung, so innere Unruhe und mir ging es nicht gut. Ich habe Sachen vergessen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt mit fremden Menschen, teilweise auch bekannten Menschen eher auch zu sprechen. Ich dachte, dass die mich alle denken, dass ich komisch bin und so richtig komisch eigentlich. Also, okay, ist richtig seltsam auf jeden Fall. Das ist normal für eine Depression und mir ging es richtig schlecht. Ja, und ich habe mich probiert abzulenken. Ich war beim Zoo in Arnheim, im Burger Store war sehr gut. Das Video habe ich immer noch nicht gemacht. Ich habe ganz viele Fotos gemacht. Vielleicht mache ich daraus irgendwann mal ein Video, wenn Interesse besteht. Bitte in die Kommentare schreiben, dann gucke ich mal, dass ich das irgendwann mal schneide und rausbringe. Ich habe mich halt versucht abzulenken. Und an Einheiten habe ich 8 Einheiten geschafft. 5177 Kilokalorien habe ich insgesamt verbrannt. Ja, genau. Das war der Oktober. Und jetzt kommen wir schon zum November. Im November ging es mir wieder noch schlechter. Im fast ganzen November ging es mir sehr, sehr schlecht. Ich habe mich sogar eine Woche krank schreiben lassen, weil es gar nicht mehr ging. Ich hatte seit der zweiten Woche, glaube ich, oder so richtig krasse Depressionen teilweise. Mir ging es gar nicht gut. Ich habe kaum was geschafft gefühlt. Und ja, ich finde immer noch krass, dass ich in der Zeit trotzdem gearbeitet habe. Mir ging es nämlich wirklich gar nicht gut. Ich hatte so wieder dumme Gedanken, wenn ihr wisst. Also im Januar auch die Gedanken hatte ich dann auch sehr krass teilweise. Und auch beim Arbeiten hat es dann teilweise auch ausgelöst, weil ich dann mir Stress gemacht habe und es war einfach nicht gut, dass ich das irgendwie geschafft habe zu arbeiten, zu funktionieren, ist mir ein Wunder. Also wirklich, das war echt krass und nach November ging es mir sehr, sehr schlecht und wirklich, es war nicht cool. Aber ich habe es irgendwie geschafft, wie gesagt, nur eine Woche krank und dann habe ich halt weitergemacht. Da war, glaube ich, auch eine Dosisanpassung auch, weil mein Lithiumspiegel zu niedrig war. Das ist immer Lithium, das Medikament, das war zu niedrig, das habe ich dann mal mehr genommen. Und ja, das hat dann auch irgendwann tatsächlich gewirkt. Ich habe im November 9 Einheiten trotzdem geschafft, 5687 Kalorien verbrannt insgesamt. Ja, jetzt kommen wir zum Dezember, da ging es mir auf jeden Fall wieder viel besser als im November. Der Spiegel stimmt jetzt anscheinend auch und mir geht es auch bis heute auch noch deutlich besser und stabiler. Das Einzige, was ich noch nicht so gut kann, was sich auch fast das ganze Jahr durchgezogen hat, ist halt, dass ich nicht so gut aus dem Bett komme und ausstehen kann. Das ist immer noch ein großes Problem für mich. Und ich habe teilweise nicht so Belastbarkeit. Wenn ich Stress habe auf der Arbeit, dann geht es mir sehr schlecht und bin halt innerlich am Verzweifeln, obwohl das eigentlich alles lösbar ist und da muss ich noch gucken, wie ich das besser löse, aber das kann auch einfach, ist auch vielleicht normal, dass man mal zwischendurch innerlich verzweifelt. Ich weiß nicht, könnt ihr mir schreiben, ob ihr auch manchmal innerlich verzweifelt seid auf der Arbeit, weil irgendwas Unerwartetes passiert oder so, was ja auch öfter so passiert. Und an Sport, nicht im November, im Dezember natürlich, habe ich 11 Einheiten geschafft, 6307 Kalorien, das ist wieder ein bisschen gestiegen. Das heißt, ich habe mich wieder so ein bisschen gefangen. Im November habe ich mich gezwungen zum Sport, im Dezember auch teilweise, aber es war wieder besser und es hat Spaß gemacht. Und ja, Fazit dafür, das war auf jeden Fall, das Jahr war deutlich besser als die letzten Jahre. Ich war deutlich länger gesund und deutlich länger nicht krankgeschrieben. Ich war deutlich weniger krankgeschrieben als die letzten Jahre. Ich habe auch im Winter trotzdem relativ gut durchgezogen, obwohl es mir teilweise nicht gut ging. Aber ich lerne, glaube ich, immer mehr damit trotzdem halt zu funktionieren, auch wenn es halt schwierig ist. Und man soll nicht unbedingt funktionieren, man soll natürlich leben. Und ich rate euch, wenn es euch so schlecht geht, dass ihr euch trotzdem krank schreiben lasst. Ich habe das teilweise am Ende des Jahres zu wenig gemacht, weil ich Angst hatte, dass es negative Konsequenzen für mich hat. Aber hatte es natürlich hoffentlich nicht, also ich weiß jetzt ja auch nicht, was dieses Jahr alles so passiert, ne? Ja, ich habe es trotzdem irgendwie alles hinbekommen, YouTube läuft soweit ganz gut, klar, die Aufrufzahlen, ich wünsche mir natürlich noch mehr Aufrufzahlen, aber es wird schon kommen, ich gebe den ganzen Zeit, ich hoffe, dass das Video auch ganz gut für euch ankommt, auch wenn es ziemlich lang ist, das Video jetzt schon fast über 20 Minuten jetzt,
Danke euch für den ganzen Support. Wir sind über 1000 Menschen. Vielen lieben Dank euch. Tut mir leid, dass es kein Abonnenten-Special gab. Ich gelobe Besserung. Ich habe mich da ein bisschen übernommen. 100 Kilometer laufen war jetzt nicht so, dass die schlauste Idee mit dem Gewicht, was ich gerade habe. Geht einfach nicht. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Aber es wird irgendwann auf jeden Fall was geben noch. Beziehungsweise es werden einfach weiterhin Videos geben. Vielleicht für noch eine nächste Runde Zahl oder nicht so coole Zahl. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Abonnenten-Special. Das schließe ich nicht aus. Aber danke euch für euren krassen Support. Danke für jeden Like, danke für jeden Kommentar. Könnt gerne Videovorschläge für nächstes Jahr auch hier in den Kommentaren schreiben. Und ja, ob ich auch noch mehr über psychische Erkrankungen für euch aufklären soll. Das habe ich ja vor letztes Jahr, glaube ich, noch mehr getan auf YouTube. Nee, vorletztes Jahr. Letztes Jahr jetzt nicht. Also dieses Jahr jetzt noch nicht. Könnt ihr gerne schreiben. Und nochmal von mir vielen lieben Dank und euch einen guten Rutsch. Und falls ihr das jetzt im neuen Jahr seht, ein frohes neues Jahr euch. Und euch ein schönes Silvester, falls ihr das noch an Silvester seht. Silvester kommt das Video auch höchstwahrscheinlich raus. Vielen lieben Dank, wie gesagt, danke für jeden Support, danke für jeden Abonnenten, danke für alles, vielen lieben Dank, ich bin auch dankbar für jeden, der auf TikTok mir auch folgt und auch auf Instagram und sonst wie. Ich probiere euch das alles nochmal, meine Kanäle hier nochmal in der Videobeschreibung zu packen, dann könnt ihr da gerne noch durchfolgen, wenn ihr wollt. Das war es jetzt auch erstmal von mir, euch einen wunderschönen, wie gesagt, schönen Rutsch, guten Rutsch und kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann nächsten Jahr auf jeden Fall wieder mit neuen Videos. Seid gespannt, was ich alles noch so vorhab. Bis dann, eure Anna. Macht's gut. Tschüssi.